Dicke Lüge, ich bin am Bergmann. Ich weiß es ja, Mensch. Ja. Was? Allein in meinen Viertel sind mehr zugelassen, Bruder. Draußen am Diese Hilfeschrei ist das. Bowser? Ey, yo, Red Bull Rap 100. Was geht ab? Ich bin wieder da. Sinus endlich weg. Ihr wisst Bescheid. Nein, Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank für die Aushilfe. Hast einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber jetzt bin ich wieder am Start und das bedeutet, wir machen wieder Action. Leute, ich brauche gar nicht großartig erklären, wie es läuft. Ihr wisst es sowieso. Lasst uns endlich beginnen. Lasst Action machen. Mein Name ist S.O. Let's go. Der Mann zu meiner Rechten hat mehr Wege gewiesen als ein Straßenschild. Er ist Rapper und Familienvater Janne Doppelleb. Früher war die Rolli noch eine Casio, gestern nix, aber heute ist da. Sein Name ist Bojan. Dankeschön, Bruder. Der Mann an Bojans Seite musste damals noch Döner schneiden. Heute siehst du seine Hörer steigen. Samras erstes Signing, Rolli keine Breitling. Der Hannoveraner hat seine Augen überall, Oldschool sowie Matchbox und heute Mask Off. Sein Name ist Anonym und zusammen sind die beiden das Team Katalea. Ewa. So, ich hoffe, ihr seid bereit, denn heute geht ihr gegen einen Mann. Er wuchs auf in Bad Pyrmont mit 7 Geschwistern. Er pushte ja so wie Pop Smoke. Vor ein paar Jahren war er noch broke. Seine größten Hits sind Digi, ja, ja. Oder nee, nee, nee. Der einzig wahre Ferro 47. Was geht, Bro? Alles gut? Alles Beste, du denkst. Perfekt. An Ferros Seite ist quasi ein Red Bull Rap Duell-Veteran. Er war in der ersten Staffel schon ein besonderer Gast für uns. Er wuchs auf im Trap N House und er stammt aus der Generation Aslak. Sein Name ist Azi Memo und zusammen sind die beiden das Team 4-7. Wisst Bescheid. So, ich hoffe, ihr seid ready, Jungs. Heute, Bruder, musst du Gas geben, ne? Bruder, alles Letztes gut. Letztes Mal Sieger der Herzen. Letztes Mal hab ich ja schon gewonnen. Ja, genau. Was hast du gewonnen? Ich hab das Spiel das Herz, gewonnen. Das Herz hat er gewonnen. Das Spiel und das Herz. Was hast du gewonnen, Bruder? Das Herz hat er auf jeden Fall gewonnen. 20 Red Bull habe ich gewonnen. So, mein Bruder. Nachdem ich diese einzigartigen Teams vorgestellt habe, muss ich natürlich noch einen Mann in diesem Raum vorstellen. Und das ist mein Bruder Azad John. Danke, danke. Danke, was geht ab, mein Bruder? Alles gut? Alhamdulillah, und dir? Das ist alles wunderbar, Bruder. Lange nicht gesehen, schön. Aber ich freue mich, wieder da zu sein. Wir fangen an mit der ersten Runde und diese nennt sich Fakt oder Fake. Ich lese abwechselnd eine These über das gegnerische Team vor und ihr müsst einfach entscheiden, ist es ein Fakt oder ein Fake. Bei richtiger Antwort gibt es einen Punkt, bei falscher Antwort gibt es keinen Punkt. Erste These an das Team 4-7. Bojan ist schon mal ins Fußballstadion vom BVB eingebrochen. Fakt oder Fake? Bojan Fakt. Ist schon mal eingebrochen. Fakt. Dann lockt das mit einem Buzzer bitte einmal ein. Ihr seid euch da sehr sicher? Wie, warum? Ist das aus der Intention heraus? Oder? Ich glaube, der ist doch voll der BVB-Fanatiker. Bestimmt sind schon eingebrochen. Ja. Bruder, 44, Bruder, er ist überall drin gewesen. Ja, überall, Bruder, ja. Das kann man auch falsch verstehen. Bruder, er ist doppelt, Bruder. Alles klar. Ihr seid euch sicher, ihr habt die Antwort eingeloggt und die Antwort ist natürlich absolut richtig und somit der erste Punkt an das Team 47. Ist nicht richtig. Ja, ist nicht richtig? Zweimal eingeloggt. So. Stimmt, Bruder. Ich hab gehört, ihr habt eine Hörprobe oder sowas gedreht. Irgendwie so. Sowas, Bruder, ja. Wow, ja. Geile Aktion aber, ne? Ja, Bruder, teure Aktion. Teure Aktion. Alles klar. 1-0 für das Team 4-7. Wir machen weiter mit der nächsten These an euch beide. Nach der Deutschlandpremiere des Aladdin-Films hat Ferro 4-7 mit Will Smith eine Shisha geraucht. Fakt, oder? Fake. Bojan, ganz trocken. Das hätte er mir erzählt schon fünfmal. Bruder, manchmal erzählt man Sachen. Fake ist eingeloggt. Und Fake ist auch in dem Fall die richtige Antwort. Somit Ausgleich 1-1. Bruder, einfache Frage. Ich sag mal so. Aber du würdest gerne mal mit ihm eine Shisha rauchen, ne? Bra, er würde mit mir rauchen. Ah, ja. Sagen. Wir haben uns sogar rausgefunden, du hast ihm auf Insta geschrieben oder sonst irgendwas. Ja, ja, schon damals, aber, Bra. Aber ist nichts gekommen, wa? Nein. Oder auch Anzeige gekommen. Der ist ja aber öfter in Deutschland, Bruder. Und der ist ja sehr korrekt anscheinend. Ne? Ich habe ja oft gesehen, dass er ein sehr entspannter Typ ist. Ich feiere ihn zu sehr, ich sag dir ehrlich. Sehr entspannter Typ. Zu krasser Typ. Wäre gar nicht so abwegig gewesen, sag ich dir ehrlich. Ja, ja, safe. Bruder. Also, Hoffnung so groß. 1-1, wir machen weiter mit dem Team 4-7. Die Eltern von Anonym und Summer Jam kommen aus dem gleichen Dorf in der Türkei und sind miteinander verwandt. Fakt oder Fake? Ey, guck, woher kommst du aus der Türkei? Sag, antworte gar nicht, Bruder. Gar nicht. Kürze. Dicke Lüge. Fake. Fake ist eingeloggt. Ja. Und Fake. Nein, stimmt. Woher hat es schon gesagt? Fake ist die falsche Antwort. Somit kein Scheiß, Punkt an euch beide. Es ist ein absoluter Fakt. Warum machst du es einfach Fake? Da habt ihr euch nicht abgesprochen, ne? Nein. Was hättest du Fakt gesagt? Ich hätte Fakt gesagt, ja. Bruder. Okay, nächstes Mal drückst du. Wissen wir später, an wem es liegt, ne? Oder? Du. Alles klar, somit immer noch 1-1 und wir machen weiter mit der letzten These. Gib dem auch so eine schwere Frage. In dieser Runde. Das war nicht schwer, Bruder. Asi Memo
hat den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Nicht gestoppt. Warte mal, warte mal. Warum lachst du so? Der warte Arme, mal, ja? Bruder. Das kann aber sein. Asimemo. Fake, Bruder. Richtig. Magst du selber auflösen, Bruder? Ja, ich hab den schwarzen Gürtel, Bruder. Ehrlich jetzt? Zeig mal. Nein, hast du oder nicht? Nein. Wir haben uns klein. Oder so, ein paar Kicks von dir würde ich. Wir wären schon fit auf jeden Fall, aber das ist natürlich ein Fake gewesen. Somit kriegt ihr den Punkt in dieser Runde. 2-1 Führung nach der ersten Runde, Fakt oder Fake. Alles klar, Runde Nummer 2, der Klassiker. Wir spielen heute Translator. Läuft folgendermaßen ab. Ihr bekommt 6 Songs. Es ist eine Teamaufgabe. Einer muss die Songs sind englische Songs, die ins Deutsche übersetzt wurden, aber natürlich mit Google Übersetzer. Heißt, hier und da sind vielleicht ein paar komische Sachen dabei. Ihr müsst erraten im Team, was für ein Song das ist. Und pro richtigen Song bekommt ihr 2 Punkte. Ihr habt für alle 6 Songs zusammen 60 Sekunden Zeit. Ich würde sagen, das Team, was in Führung liegt, fängt an. In dem Fall ihr beide. Ihr könnt jetzt, bevor ihr die aufdeckt, einmal entscheiden, wer vorliest und wer errät. Alles klar. Ist aber auf Englisch? Ah ja, Deutsch. Hamburg. Ich küsse dein Herz. Und sollen wir anfangen? Let's go. 60 Sekunden laufen. Wenn der Zuhälter in der Krippe ist, mal lass es fallen, als wäre es heiß. Lass es fallen, als wäre es heiß. Lass es fallen, als wäre es heiß. Wenn die Schweine versuchen, an dich zu kommen, parken sie es, als wäre es heiß. Parken sie es, als wäre es heiß. Nächste. Der haftet immer. Was? Darf man noch sagen, wer? Nein. Arbeite härter, mach es besser, mach es schneller, mach mich stärker. 4. Nun, dass mich das 3, nicht umbringen kann, mich nur stärker 2, machen. 1. Zeit ist okay. Vorbei. Hättest du das der erste Song einfach drop it like it's hot on Snoop Dogg, ja, Bruder. Ja, Bruder. Und du aber du hättest auch nur den gewusst, ne? Und den ich gesehen habe. Den danach ja auch. Glück. Ja. Okay. Es tut mir leid, Frau Jackson, oh, ich bin echt. Warte, Outcast, Miss Jackson. Ey, wow, weiter. Ich bin eine Wilde. Ich bin ein Wilder, ja, edel. Boji, Rage, French, Launisch. Böse. Du benimmst dich dumm, was ist los? Weiter. Scheiß drauf. Ich habe Loyalität, habe Königtum in meiner DNA, deshalb sage ich, dass Kendrick Lamar DNA. War Cousin. Yeah. Wenn ich die Welt regiere, ich würde alle meine Söhne befreien, ich liebe sie, Baby. If I rule the world? Du bist ein Krasser. Zertifizierst, du weißt, ich bin die Gang. Ich sagte, ich mag es wie, lass die Spitze fallen und blase das Gehirn, wo ich sagte, ich mag es so. Oh, er ist gut, lass mal KDB. Oh, sorry. Viele Männer wünschen den Tod auf mich. 50 Cent, Many Men. Krass. Ey, Bruder, das war herbe einfach. Das war übertrieben einfach. Was? Einfach, Cousin. Ey, wieso? Many Men war herbe einfach. Und wieso ist Miss Jackson war herbe? Ich war Dings. Bruder, 2, 4, 6. 8 Punkte, gell? Ich wollte eigentlich gerade sagen, als Tipp, du könntest ja auch die Melodie mit vorlesen, weißt du, ich meine, hättest ein bisschen noch diese... Aber krass, dass der Tipp danach kommt, feier ich. Also, haben die auch nicht gehabt, Bruder, deshalb wollte ich das gar nicht so groß auspacken. Fair play, mein Bruder. Asimemo hat auf jeden Fall rasiert, hat hier die Führung ausgebaut, beziehungsweise erstmal die Führung geholt, gesichert und dann ausgebaut auch noch. Sehr, sehr starke Runde vom Team 4-7. Herzlichen Glückwunsch, wir machen weiter mit der nächsten Runde. Runde Nummer 3 und diese nennt sich Buzzerbeater. So, Jungs, die sind zwar jetzt in Führung, aber ist gar kein Problem. Ne? In der nächsten Runde kann man 3 Punkte mit einer richtigen Antwort machen. In der jetzt? Genau, in der Runde jetzt kann man 3 Punkte mit einer richtigen Antwort machen. 3 Fragen, ergo 9 Punkte rauszuholen. Ist das so ABC? ABC, genau, auf ganz entspannt. Ihr könnt auch buzzern, bevor ich die Antwortmöglichkeiten gegeben habe, wenn ihr euch ganz sicher seid. Lest aber dann nicht die Frage zu Ende, ne? Alles klar. Erste Frage. Wer hat noch keinen Song namens Lockdown? Wer hat noch keinen Song namens Lockdown? A, Enno, B, Bad Moms J oder C, Genetik? Bad Moms J. Bad Moms J ist eingeloggt und das ist die richtige Antwort. Somit die nächsten Punkte, Führung weiter ausgebaut. Wir machen weiter mit Frage Nummer 2. Was war der erste Künstlername, den sich Kool Savas zu Beginn seiner Karriere gegeben hat? A. Jux, B. Perfekt oder C. John Bello? C. Falsch. C. John Bello ist eingeloggt und C. ist die falsche Antwort, mein Bruder. Bojan hat schon gesagt. Kannst du nochmal vorlesen, Bruder? Ich lese gerne nochmal vor. A, Jux, B, Perfekt oder C, John Bello? Was sagst du, Bruder? Ich weiß es nicht. A oder B? Du guckst mich an. Lass einfach raten, Bruder. B. B lockt es ein. B ist eingeloggt. Ist und falsch. B ist
Die richtige Antwort, mein Bruder. Somit der erste Punkt in dieser Runde. Kool Savasch hieß wirklich Perfekt früher. Krass. Voilà. Und Jux hieß er auch. Jux aber hieß vorher auch. Hieß er Perfekt. Ja. Und was war John Bello? Das war nur sein Albumname, gell? John Bello, ja. Sorry. Ja. Genau, der hatte diese Mixtapes. Das war die Falle, John Bello Story. Ja, die richtige Falle. Du bist genau so. Direkt dahin, Bruder. Alles klar. So, letzte Frage in dieser Runde. Welche Aussage über die Produzenten The Crates stimmt? A. Die beiden sind eineiige Zwillinge. B. Die beiden sind das Produzentenduo mit den meisten Nummer 1 Hits in Deutschland. B. B ist eingeloggt. Und mein Bruder hat natürlich recht. Cousin, somit die Spaß, nächsten Mann. Drei Punkte in dieser Runde, Bruder. Richtiger Rachefeldzug, Bruder. Rund einmal. Ja, Mann, du hast mich gar nicht ausreden lassen, hast schon die richtige Antwort gegeben. Somit die nächsten drei Punkte. Er hat Erfahrung, ja, wie er schon sagt. Wir haben 6 Punkte heute mitgenommen bei dieser Runde. Sehr, sehr gut. Wir gehen raus aus der Runde Nummer 3 mit einem Punktestand von 5 Punkte für Team Katalea. Und Team 47 hat ganze 15 Punkte. Oh, 10 Punkte Unterschied zwischen den beiden Teams. Ferro, voll glücklich. Glücklich. Warte, Bruder. Ferro steht da, macht nix. Das ist alles ein Team. Dieser Tisch ist ein Team. Kannst du nicht sagen. Wir machen weiter mit Runde Nummer 4. In der Runde habt ihr die Möglichkeit, mit einer richtigen Antwort 4 Punkte zu holen. Heißt, ihr könnt auch in dieser Runde das Spiel immer noch drehen, müsst nur natürlich richtig antworten. Wie viele Fragen gibt es da, oder? Es gibt 3 Fragen mit jeweils 4 Punkten pro Frage. Mann, jetzt wird nicht mehr gedrückt, glaube ich, Bruder. Ganz genau, denn der Name dieser Runde ist Schätzbefehl. Ihr müsst nämlich jetzt einmal die Stifte und die Zettel benutzen, die vor euch liegen. Ich stelle 3 Fragen, wie gesagt. Ihr müsst die Antworten diesmal schätzen. Ach, der darf ja? nicht schätzen. Und wer näher an der richtigen Antwort dran ist, bekommt dann natürlich die Punkte. Erste Frage. Wie viele Wörter kommen in den Song Rap God von Eminem vor? Wie viele Wörter kommen in dem Song Rap God von Eminem vor? Schreibt eure Antworten auf. Ich schätze einfach gerade mal so, wie viele in so einem 16er vorkommen. Ihr wisst ja, der Bruder kann auf jeden Fall schnell rappen. Ne? Weiß man, wie lange der Song geht, darf man es wissen? Nein, darf man es wissen. Natürlich nicht, Bruder. Ach, tut das gut, wieder hier zu sein, Leute. Während die da rumraten, ihr wisst Bescheid, könnt ihr natürlich wie immer gerne unser Instagram abchecken, Spotify abchecken, alles drum und dran. Rap for Rap 100, yeah, yeah. Okay, Männers. Warte kurz, ich muss nur die Zahl ändern. Einmal bitte zur Antwort kommen jetzt. Auf der rechten Seite, das Team Katalea ist schon ready. Okay, wir sind auch ready. Alles klar, 3, 2, 1, jetzt einmal die Antworten zeigen. Wir haben auf der rechten Seite 7200, auf der rechten Seite 3256. Ich sag dir so, mein Bruder, 7200 ist auf jeden Fall ein bisschen zu viel. 3256 ist auch ein bisschen zu viel. Die richtige Antwort wären 1560 gewesen. Somit seid ihr natürlich näher an der richtigen Antwort dran. Bekommt ihr die ersten 4 Punkte in dieser Runde. Ja! Alles nur, um Bojan kalt zu machen heute. Er hat meinen Schuh verbrannt. Alles klar. Zweite Frage. Wie viele Mercedes-Fahrzeuge sind in Deutschland zugelassen? Stand was hat das mit Rap zu tun? Januar. Bruder, ist Mercedes nicht Rap? Ah, hast du recht. Hast du vergessen. Siehst du meinen Bruder? So, wie viele Mercedes-Fahrzeuge sind in Deutschland zugelassen? Stand 1. Januar 2021. Was? Allein mein Viertel sind mehr zugelassen, Bruder. Neu zugelassen worden oder insgesamt zugelassen? Dieses Jahr. Insgesamt. Ne, nicht neu zugelassen. Nein, nein. Ja, Bruder. Benz gibst du hier Dings, Alter? Insgesamt zugelassen. Ich dachte, okay, Allah. Alles klar, 3, 2, 1. Jetzt einmal zeigen. Wir haben auf der rechten Seite 12 Millionen, auf der linken Seite 1,5 Millionen. Ich kenne 1,5 Millionen Leute, die Benz fahren. 12 Millionen ist wieder ein bisschen zu viel, mein Bruder. 1,5 Millionen ist zu wenig. Die richtige Antwort sind 4,5 Millionen Fahrzeuge sind zugelassen. Ganz genau sind es 4.596.271. Richtig Spaß, Digga. Scheiße. Können die überhaupt noch gewinnen? Wollen wir das Spiel abbrechen? Die können noch. Alles gut. Scheiße. Wie viele davon sind von euch? Audi. Audi. Seid beide Team Audi, ne? Ja. Stimmt, hab ich gesehen. Team Mercedes. Du bist Mercedes? Ja. Okay. Letzte Frage. Macht mal extra falsch. Wie hoch ist die höchste Bühne, auf der ein Deutschrap-Act je aufgetreten ist? Wie hoch ist die höchste Bühne, auf der ein Deutschrap-Act je aufgetreten ist? In Metern. Dasselbe im Kopf wie ich, gell? Scheiße, ne? Ihr könnt uns auch immer sehr, sehr gerne Fragen in die Kommentare schreiben. Okay, ab und zu benehmen wir mal eine Frage aus den Kommentaren für die Show. Dann wird natürlich euer Name mit vorgelesen, Shoutout-mäßig. Okay, ja, aber dasselbe. Seid ihr ready, ja? Ja.
Okay, Rellas, wir lösen auf. 3, 2, 1. Jetzt zeigen 28 Meter auf der rechten Seite, 35 Meter. 32, auf der linken Seite. 28 oder ich glaub, 35. Wir schauen diesmal anders, Roman. Denn diesmal seid ihr ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch angesetzt. Ihr auch immer noch ein bisschen zu hoch angesetzt. Ah, okay, gut. Und okay, somit habt ihr natürlich schon die Antwort. Die richtige Antwort wären 21,20 Meter gewesen. Somit seid ihr näher dran. Kriegt endlich die ersten 4 Punkte in dieser Runde. Langsam, aber sicher habt ihr die Führung der beiden Jungs ein bisschen verkürzt. Und Azad hat, glaube ich, noch ein paar Infos für uns. Let's ja, go, für die Bruder. Zuschauer hinter den Bildschirmen. Mit 21,2 Meter Höhe erzielte die KMN-Gang gemeinsam mit Red Bull Music den Weltrekord für die höchste Musikperformance auf einer schwebenden Bühne. Dieser Rekord lag zuvor bei Crow. Dieser hatte sich nämlich im August 2014 zu Beginn eines VIP-Konzertes auf das Dach des Deutschen Sportmuseums in Köln mit einem Kran befördern lassen. Oh, wild. Wir machen weiter mit der nächsten Runde, aber vorher noch mal kurz der Punktestand. Wie sieht es jetzt aus momentan? Team 47 hat 8 Punkte gemacht, ihr seid bei 23 Punkten. Und Team Catalia hat 4 Punkte gemacht und ihr seid bei ganzen 9. Ja. Ganze 9? Komplett vergiss. Wow. Wir machen weiter mit der nächsten Runde und diese nennt sich Ping-Pong. Ping-Pong läuft folgendermaßen ab. Das ist ein Spiel, was immer hin und her gespielt wird, wie Ping-Pong obviously so. Ich stelle eine Aufgabe und ihr müsst abwechselnd antworten. Wer zuerst antwortet, ist eigentlich egal. Wem was zuerst einfällt, kann buzzern, dann spielt ihr sozusagen den Ball los. Okay. Wer nicht mehr antworten kann, hat dann automatisch den Durchgang verloren und das andere Team kriegt die Punkte. Ja? Also Jungs, seid ihr ready? Ja. Nennt abwechselnd Reime auf Straßenschuhe. Badeschuh. Ist ja Schuh. Zählt das? Ach so. Ja, Badentust. Ja, Khalas, so. Badentust? Ja. Dann geht doch. Das sagt man bei uns, oder nicht? Warum sagt man das so, oder? Armbanduhr. Aha. Glattrasur. Couchgarnitur. Balitur. Nabelschnur. Haarfrisur. Ravensburg. Abendtour. Wie oft noch Tour, Bruder? Wie viele Touren? Tour ist auf jeden Fall jetzt raus. Wie viele Touren habt ihr, Bruder? Zwei Touren, Bruder. Okay, Tour ist jetzt raus, auf jeden Fall. Hafenruhe. Weil der Hafen still sein muss. Die Ruhe des Hafens. Ach so. Magenkur. Guck mal, du könntest sagen, ich genieße die Hafenruhe. Ja, deswegen, so mit Lines ist eigentlich einfacher. So wie gesagt, Magenkur. Magenkur? Ja. Auf Diätbasis, ja, oder? Ja, Salvatur. Die sind dran. Parkplatzuhr. Was? Die sind dran. Was? Parkplatzuhr. Arschgeburt. Magdeburg. Der Junge ist in Doppelreim, gut, Bruder. Ich weiß. Er hat gute Reimketten. Was hast du? Magdeburg. 5. Sag mal 4, was. Bruder, warte. 3, 2, 1. Zeit ist Bruder, vorbei. Ich kann doch nichts mehr, Bruder. Zeit ist vorbei, gar kein Problem. Jungs, gute Runde von Magdeburg, euch. Wäre nichts mehr gekommen. Somit die ersten 5 Punkte in dieser Runde an das Team Catalia. Bruder, machen wir. Glückwunsch, Männer. Hier ist die nächste Möglichkeit für die nächsten 5 Punkte. Nennt abwechselnd deutschsprachige Rapper oder Rapperinnen, die ein Feature mit einem US-Rapper haben. UFO. Farid. Capo. Flair. Loredana. Wason. Oleg Sesh. K1. Gringo. Hassan K. hast du gesagt? Ja. Countdown. Dann kann man auch gerade sagen, dann kann man auch Countdown hier reinhauen. Bowser? Nein. Dieser Hilfeschrei ist das. Bowser? Schnell jetzt, Bruder, das ist schon zu lange hier. 5, 4, 3, 2, 2, Bang! Hatten wir schon. Ja, Bruder, Summer Jam zählt, ja. Wen hat der als Ami-Feature? Summer Jam hat. Mit Exhibit hat er mal einen Song gehabt. Haft. Ja. Haftbefehl. Honey. Mhm. Jetzt der Knoten wieder gelöst, ne? Cool Savage? Ja. Echo Fresh? Ego. Ja. Crow. Wie, hat Crow mir auch gesagt? Nein, habt ihr nicht. Wie? Wendy. Dicke Lüge! Halte. Ich glaube nicht, hast du Crow gesagt? Ja. Nein, hätten wir aufgeschrieben. Halte, Bruder. Countdown. Capo nur. Ich mach jetzt direkt Countdown. Wie? Countdown. Hey, ihr hattet voll lange Countdown-Zeit. Ihr hattet jetzt schnelle Countdown-Zeit. Reicht doch langsam. Baller, die haben sich gegen uns verschworen. 3. Ich hab den nächsten, Bruder. Moneyboy. Data Love. Moneyboy zählt. Moneyboy zählt und Data Love? Data Love zählt auch. 5, 4,
Bruder, was ist denn gar nicht schnell? Bei dem wäre genauso schnell. Warte, bei dem war nie kommen. Gott, du redest so wie du. Und Zeit ist vorbei. Sag. Sinanji, okay. Nein, Bruder, nein. Vorbei. Aber ihr habt wirklich gut gemacht. Also diese Runde wart die Sieger der Herzen, aber ihr habt gewonnen auf jeden Fall. Absolut, Bruder. Die Sieger der Herzen. Nicht mal das gebe ich denen. War auf jeden Fall eine interessante Runde. Das Team zu meiner Rechten hat 10 Punkte ergattert, hat sich auf jeden Fall die Führung minimiert vom Gegner und ich freue mich auf eine sehr, sehr spannende 6. Runde. Der Punktestand momentan ist Azad. 19 Punkte für Team Katalea und immer noch 23 Punkte für Team 47. Von 23 zu 5, oder? Ihr habt auf jeden Fall dicksten Sprint rausgeholt. Genauso wollte ich das, genauso für die letzte Runde. Runde Nummer 6 und diese nennt sich Bitte Spitte. Das Team, was vorne liegt, beginnt. Ihr müsst einmal die Kopfhörer aufsetzen, weil ihr bekommt die gleiche Aufgabe, damit ihr jetzt keinen Vorteil habt. Ne? Machen wir es ja? Am Ende sich der Kollege zu meiner Linken beschwert hier. Nein, du musst aufsetzen. Schau mal, ich kann jetzt anders. Also, die Aufgabe gleich, die ich euch stelle, ist die Aufgabe, die entscheidet, ob ihr als Sieger oder als Verlierer nach Hause geht. Mhm. Wenn ich euch die stelle, die Aufgabe, habt ihr 30 Sekunden Zeit, um zu antworten. Ja? Alles, was richtig ist, wird gezählt, dafür 2 Punkte pro Richtigen. Was nicht richtig ist, wird einfach nicht gezählt. Okay, alles klar. Ich vertraue Bojan irgendwie nicht. Alles klar. Nennt Rapper oder Rapperinnen, deren Name mit K beginnt. National oder international? Kool Savas. Kianush. Casey Rebel. Contra K. Corrupt. Nein, der wird mit C geschrieben. Oder der wird mit K geschrieben. Kiala, keine Ahnung. Auch Amerika oder? Überall Kanye West. Kanye West, genau. Kylie Jenner. 5, 4, 3, 2, 1. Kakao. Boah, Zeit ist vorbei. War okay. Ja? So schnell? Ja, ganz und kurz. Und das die ganze Runde jetzt? Und das fertig? Das ist die letzte Runde. Ihr wisst, ihr braucht 4 Punkte mehr als die Jungs drüben. Ne? Ihr kriegt gleich 30 Sekunden Zeit und müsst eine Aufgabe, eine Frage, eine Aufgabe machen, nennen, beantworten. Ihr wisst, was ich meine. 2 Punkte pro richtigen Antwort, ja? Und einfach die ganze Zeit raushauen. Es ist egal, ob ihr euch unsicher seid oder nicht. Lieber antworten, anstatt nicht zu antworten und Zeit zu verschwenden. Ne? Ihr wisst Bescheid. Und alles, was richtig ist, wird gezählt. Alles, was falsch ist, wird nicht gezählt. Adrenalin, Bruder. Okay. Die Aufgabe, die jetzt entscheidet, ob ihr als Sieger oder als Verlierer nach Hause geht, ist folgende. Nennt Rapper oder Rapperinnen, deren Name mit K beginnt. National oder international. Und los. K1. Ja. Casey Rebel. Kollege. Egal, weiter. Kanye West. Mhm. Kendrick Lamar. Kool Savas. Mhm. Contra K. KQG. Mhm. 5, 4, 3, 2. Zeit ist vorbei. Ja, wir haben mehr, gell? Sag bitte, wir haben mehr. Ich sag mal so, bei euch war hektisch, ja? Aber ob ihr mehr habt, weiß ich nicht. Boah, genau. Alter, Bruder, ich sag dir ehrlich. Weiß ich so genau. Okay, wir haben ausgewertet. Team Katalea hat 9 Rapper richtig genannt. Ihr habt 18 Punkte bekommen und ihr seid bei 37 Punkten. Team 47 hat 7 Rapper richtig genannt. Boah, ihr habt 14 Punkte bekommen und ihr seid auch bei 37 Punkten. Genau gleich dann. Dicke Lüge, ich hab mehr gemacht. Ich weiß, ich hab mehr gemacht. Ja, 100%. Bruder, wir haben keine 7. Bruder, die Leute sollen nachrechnen. Wir haben keine 7, wir haben mehr. Bruder, ich hab dir gesagt, Bruder, bei euch war chaotisch und so, das hat sich mehr angefühlt. Aber bei denen war ganz ruhig, reflektiert. Bam. Ja, und was machen wir jetzt? Breakdance Battle. Erstmal dafür, ich schwöre von meiner Seite auf jeden Fall, großes Respekt. Lass die applaudieren, Bruder! So! Man muss natürlich schon fair sein. Punkt Gleichstand. Unglaublich. Von 5 Punkten hochgekämpft, ausgeglichen. Einzigartiges Duell. Ich freue mich auf die letzte und 7. Runde. Die letzte Runde und die alles entscheidende Runde, die jetzt entscheiden wird, wer der beiden Teams als Sieger nach Hause geht und wer als Verlierer, nennt sich alles oder nix. So, läuft folgendermaßen ab. Ihr erinnert euch, wir haben vorhin Ping-Pong gespielt. Ja? Ist ähnlich. Ich werde abwechselnd euch Fragen stellen. Ich werde immer 2 Songs nennen und ihr müsst entscheiden, welcher der beiden Songs mehr Streams hat. Alles klar, die Jungs fangen an. Und nochmal kurz zum Klarmachen. Welcher ist der meistgestreamte Song? Erste Frage an euch. Welcher Song hat mehr Streams von Shirin David? On Off oder Gib ihm? Gib ihm. Gib ihm ist eingeloggt und Gib ihm ist natürlich die richtige Antwort. 89 Millionen Streams. Gib ihm, 83 Millionen Streams. Jetzt wieder bei euch. Ihr müsst nicht unbedingt jedes Mal buzzern, okay. Wenn ich antworte. Kendrick Lamar, Humble oder All the Stars feat SZA?
Das heißt ihn, oder? Ich weiß noch, welcher Song wann rausgekommen ist. Ich hab nicht mit Kendrick Lamar. Ja, das weiß man, aber das musst du jetzt nicht wissen. Ja, aber diese Humble kennst du auch. Du hast auch vorhin diese DNA gewusst sogar. Ja, ja, den Text kannte ich halt. Und Humble kennst du auch. Wir haben ja, das kenn ich. Ja, so. Stark Humble. Alles klar, Humble ist eingeloggt und Humble ist richtig. Ja, ey, Bro, das war ein herbe mieser Tipp. Humble kennst du auch. War das ein mieser Tipp? Nein, Mann, Bruder. Ey, du schuldest uns einen richtig krassen Tipp. Bro, ey, ich schwör's dir, Bruder. Die Fans sollen hier unten schreiben, Bruder. Das ist ja wie wenn er zu mir sagt, Bruder, gib ihn, kennst du doch. Dr. Dre, next episode oder still D.R.E.? Still D.R.E. Sehr gut, mein Bruder. Jetzt muss ich diesen Tipp nicht mehr geben, ne? Kannst du gleich. Still D.R.E. hat 763 Millionen, Next Episode 560 Millionen. So, weiter geht's mit Sido. 2002 feat. Apache oder Astronaut? Ich würde sagen Astronaut, sieht dich aus. Du würdest beide Astronaut sagen. Astronaut ist eingeloggt und Astronaut ist die falsche Antwort. Und somit haben wir einen Sieger in diesem Rap-Duell. Spiel um die Ehre. Das ist das Team Katalea. Bojan und Anonymous Bescheid. Oh mein Bruder, Gott. Wir haben das Spiel so gedreht. So, der ganze Red Bull war hinter eurer Seite. Das ist der neue. Bruder, willst du auch nochmal kommen? Nein, nie wieder. Das ist der neue. Das ist der neue. Komplett Spiel gedreht, Daniel, auf Doppelleben-Modus. Unglaubliche Leistung auf jeden Fall. Unglaubliche Leistung von 5 Punkten. Hochgekämpft, oder? Alles Memo, oder nichts zerfetzt, was Leute. Geht, Bruder? Was soll ich da noch sagen, ja? Ich freue mich auf euer. Ja, Mann, du sagst es. Wir haben noch eine Sache zu erledigen. Ich habe auf jeden Fall vorhin bei den Vorbereitungen gesehen, dass die beiden sich super amüsiert haben, während die Shoutouts geschrieben haben. Bei euch habe ich nicht mitbekommen, aber. Bruder, unser ist lang, nein, ja? Okay, Bruder. Gibt es viel zu reden. Perfekt. Dann würde ich sagen, nimm gerne mal meinen Platz an, kommt in die Mitte, schön in die Kameras. Wir, also Memo und Ferro, wären gerne Teil der Katalea-Edition. Da das aber unmöglich ist, warten wir entweder auf das Unterlabel von Anno und Boyer oder führen so lange Telegram-Supportgruppen und arbeiten uns so Stück für Stück hoch. Katalea ist die Eins. Ra, ja, Bruder. Geil, Bruder. Bruder, frag gar nicht, ob wir deren Text vorlesen wollen oder so. Guck mal, die haben noch so einen Penis drauf. Zeig mal. Aber so ein klein. Ja, das kann man ja verlosen oder so dann. Ja, mein Jungs, ich bedanke mich dafür, dass ihr da wart. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine sehr, sehr spannende, actionreiche Runde. Asimemo, Ferro47, Anonym und Bojan. Ich danke euch. Azad natürlich auch. Einen herzlichen Dank an dich, mein Bruder. Memo, ich freue mich, wieder da zu sein. So zweite Mal Sieger der Herzen, Asimemo. Wenn ihr ihn wieder da sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe in den Kommentaren da. Folgt uns überall auf Instagram und so weiter und so fort. Checkt die Spotify-Playlist, damit ihr wisst, wie es läuft. Das war's von uns. Mein Name ist S.O. und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ey, yo, Rap 100! Peace!